Liebes Jazzpublikum, wir präsentieren Ihnen heute im Jazzkeller Esslingen aus dem Jazzkeller eine Liveband, leider ohne Sie, aber hier draußen im Land können Sie das alle bequem im Sessel anschauen. Dass wir dann so eine tolle Band dafür engagieren konnten und dass wir diese Aufnahme machen können, das danken wir natürlich wie immer auch jetzt unseren Sponsoren. Das ist die Esslinger Zeitung, die Kreissparkasse Esslingen, die Praxis für Kieferorthopädie Merkle und die Immobilienfirma Metzger. Und unser weiter herzlicher Dank gilt unserem Aufnahmeteam, das ist hier für den Ton zuständig, Wolfgang Fuhr, den Sie auch als Saxophonist kennen hier aus von der Bühne, und vom Komma, der ist für die Bildtechnik zuständig, das ist Max Rech. An euch ganz herzlichen Dank für diese Unterstützung. So, dann kommen wir natürlich jetzt zu der Band, die heute eigentlich gekündigt war. Das ist natürlich nicht möglich gewesen. Die Tour wurde abgesagt, weil es zwei amerikanische Musiker dabei waren. Aber jetzt sind aus Köln und Frankfurt dafür angereist. Am Piano Sebastian Sternal, am Schlagzeug Silvio Morger und der in Esslingen überaus bekannte Martin Czakonowski. Und als unser Lieblingssaxophonist und Starsaxophonist kam heute auch hierher gefahren aus Frankfurt, Toni Lakatos. Auf diesen warmen Ton freuen wir uns jetzt schon seit Tagen. Dann hoffen wir, dass wir Ihnen hier eine Jazzfreude in Ihr Wohnzimmer liefern. Schauen Sie bitte weiter immer auf unsere Internetseite vom Esslinger Jazzkeller. Da können Sie erfahren, was wir weitermachen, wo, wann, wie wir unsere Konzerte die nächsten Monate durchführen. Jetzt aber wirklich ein ganz großes Vergnügen mit dieser Band aus Köln und Frankfurt.
Thank you.
We'll be right back.
Cynthia Galowski. Ja. Silvia Morger. Ja. Show party.